Das Frankfurter Amtsgericht hat die Sprecherin der Protestgruppe Letzte Generation, Carla Hinrichs, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, berichtet T-Online. Sollte sie weiter an Straßenblockaden teilnehmen, droht ihr eine Gefängnisstrafe. Wegen einer Straßenblockade ihrer Gruppe im April 2022 in Frankfurt musste sich Hinrichs am 11. Mai vor Gericht verantworten. Ihre Verteidigung übernahm die Jurastudentin selbst, so T-Online weiter. Ihre Argumentation, ihre Protestform sei berechtigt und nicht strafbar, da es um die Zukunft des Planeten gehe, teilte das Gericht nicht. Der Richter verurteilte sie zu 2 Monaten Freiheitsstrafe, die für 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Dass der Richter eine Freiheitsstrafe wählte, lag wohl an einer Aussage Hinrichs. Diese hatte zuvor erklärt, dass sie Angst vor dem Gefängnis habe, so T-Online.